Einen wunderschönen guten Abend hier vom 66. Bambi in Berlin im Stage Theater. Ja, in der nächsten Stunde werden Maren Lammersdorf und ich durch das Programm führen. Ne? Wir stellen den Promis die Fragen, die sie alle interessieren. Und ich glaube, ganz viele Fans sind hier für Ariana Grande. Wer ist für Ariana hier? Ja, aber eine ganze Menge. Aber wir haben nicht nur Ariana hier, wir haben jede Menge Stars. Wir haben U2, wir haben Uma Thurman, wir haben die deutschen Fußballer, nämlich Bastian Schweinsteiger, Miro Klose und Philipp Lahm, Barbara Schöneberger, Elias Mbarek, Toni Gahn und ja. Und Florian David Fitz, es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Gekreische werden. Ich erinnere mich noch sehr gut an letztes Jahr. Ich glaube, wir haben uns teilweise selbst gar nicht verstanden. Gehört, ne? Aber wir werden uns die größte Mühe geben, damit Sie zu Hause alles verstehen. Ja, und der erste Gast ist auch schon bei uns. Dennis, komm zu uns. Hallo, guten Abend. Hallo, Dennis, schön, dich zu sehen. Hallo. Hallo, guten Abend. Wie geht's dir? Mir geht's prächtig, wunderbar. Ich finde es toll, dass es so mild ist für den November und wir hier so schulterfrei dastehen können. Aber mir fällt natürlich gleich auf, also alle Damen oder viele haben sich in Roben geschmissen. Du ganz konsequent mit Hose. Mit Hose. Heute mal im Smoking. Leopardensmoking. Dachte mal was anderes. Ich finde, es sieht sehr gut aus. Weißt du denn, wer heute Abend kommt und auf wen freust du dich besonders? Ich weiß, dass Kronprinzessin Mary kommt, Uma Thurman und irgendeine Sängerin. Ariana Grande heißt sie. Ja, genau, genau. Von der ich allerdings noch nichts gehört habe. Ich glaube, ich bin nicht so ganz ihre Zielgruppe. Kann das sein? Also ich habe den Musikgeschmack eines 13-jährigen Mädchens und ich habe das Album rauf und runter gehört. Ja. Ich finde sie super. Ich leih's dir mal. Okay, gut, gerne. Ja. Aber ich meine, so, ich werde sie heute Abend kennenlernen. Auf jeden Fall, sie wird auch auftreten, uns mit einer Performance begleiten. Erzähl so ein bisschen, wenn man hier auf dem roten Teppich sitzt, der ist 200 Meter lang, wie ist die Stimmung? So, wie fühlt es sich an, hier am Anfang zu sein? Hier, also erstmal muss ich sagen, sensationell organisiert. Ja, man kommt hier durch die Massen irgendwie sehr gut hier an. Ich bin ja noch nicht wirklich weit, ich bin ja gerade erst mal 3 Meter gekommen. Von daher kann ich noch nicht sagen, wie es da hinten aussieht. Aber ich finde es einfach, einfach den besten Fernsehpreis überhaupt. Ja, von daher kann es da hinten nur noch schöner werden. Du siehst auf jeden Fall fantastisch aus und du wirst auf jeden Fall die 200 Meter nicht frieren. Das ist sehr gut. Ganz schönen Abend wünsche ich dir. Ja? Viel Spaß hier. Dir. Vielen Dank. Danke, ciao. Ja, ich meine, solange das Rotlicht noch an ist, können wir natürlich auch reden. Ne? Ich habe jetzt darauf gewartet, dass wir vielleicht uns noch mal angucken, wer alles so vorfährt. Aber Dennis hat es natürlich sehr schlau gemacht, muss man ja wirklich sagen. Ganz, ne? Am weil Anfang zu kommen, erstens ist das der große Garant auf jeden Fall, weil eben die internationalen Stars kommen ein bisschen später, aber Bahnstreik ist ja zum Glück vorbei. Also heute werden hoffentlich alle pünktlich erscheinen. Und mit der Hose meintest du, oder? Ja, einfach warm angezogen zu sein. Denn ich meine, ganz ehrlich, so warm ist es auch nicht. Es ist mild für den November, ja, aber in so einem Kleid. Schön. Ich weiß, ich weiß. Ihr tut mir alle auch ein bisschen leid. Aber wer schön sein will, muss leiden. So ist so es. So sieht's aus. Dafür sehen wir halt einfach besser aus als die Männer. Und, ich höre gerade, Miriam Pilau ist auf dem Anmarsch. Und Miriam ist ja immer ein sehr guter Interviewgast. Miriam, du hast dich angekündigt, heute schon bei Twitter hat sie gesagt, sie kommt zu uns und jetzt ist sie da. Hallo, hallo. Guten Abend. Hi Miriam. Du hast getwittert, dass du dich auf die Gäste freust und ich dachte, wir hatten letztes Jahr so ein schönes Gespräch hier. Ich komme wieder bei euch vorbei. Und du bist auch eine der prominenten Damen, die auf jeden Fall pünktlich erscheint. Du bist auch nicht so, dass du kurz vor knapp kommst, oder? Nee, ich komme eigentlich immer pünktlich. Das hat zwei ganz große Vorteile. Erstens vermeidet man selber Stress in Blumenflecken unter den Armen und das ist bei dem Kleid heute wichtig. Zum Zweiten, je später der Abend, umso prominenter die Gäste und umso hektischer wird es auf dem roten Teppich. Man möchte auch nicht über den Teppich gescheucht werden, ne? Ja, und ich bin jetzt auch nicht so sonderlich groß gewachsen und also ich bin schon das ein oder andere Mal umgerannt worden. Ehrlich? Ja, wirklich. Von wem, weißt du noch? Also entweder von Fotografen, die dann rückwärts stehen und versuchen, sich Platz zu schaffen, oder aber, sagen wir mal so, ein berühmter deutscher Boxer, der mich übersehen hat und der wild fuchtelnd und mir fast ein blaues Auge. Die sind halt auch 2 Meter groß, ne? Da kriegt man nicht so viel mit, was hinter einem passiert. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man dich übersieht. Du hast das Kleid schon angesprochen. Was trägst du heute Abend? Ella Singh. Sehr, sehr schön, wirklich. Kann man als Frau, frage ich mich natürlich gerade in so einer Robe auch, übt man das Posen zu Hause? Ganz ehrlich, du guckst beim Anprobieren, ob das Kleid sitzt, und dann machst du vielleicht einmal kurz so, so und guckst, dass das irgendwie, dass er, hier ist ja wichtig, dass nichts rausfällt, ne? Und es fällt nichts raus, das ist ja auch alles relativ handlich und dadurch
sitzt es gut? Nein, das guckt man schon, aber ansonsten anziehen und wenn es gefällt, dann gefällt's. Und gut vielen vor allen Dingen. Du siehst wunderschön aus. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend. Ja. Toi, 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 dass nichts rausfällt. Ne? Oh, ja. Pass auf. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Danke, wir passen Miriam. Auf. Ja, schönen Abend. Viel Spaß dir. Ciao. Tschüss. So, und da habe ich jetzt auch gesehen, da war tatsächlich ein bisschen was geklebt. Konnte ich jetzt von der Seite sehen. Ach so, da wird du nichts... guckst da hin, ja? Sie hat auf ihre Dekolleté gezeigt, da muss ich das ja dann auch angucken, oder nicht? Ja, muss man. Bei dir was und geklebt heute? Nee, gar nichts. Das ist alles steht wie eine Eins. Ne? Na gut, dann gucken wir mal, wer noch alles vorfährt. Ariana Grande wird heiß erwartet und ich glaube, die wird auch in den nächsten Minuten hier auf jeden Fall eintreffen. Ja. Satz von Kollegin Omen Fernandes, ach ist das warm hier. So heiß. Ich weiß nicht, ob das die Wechseljahre sind, aber mir rennt das Make-up runter. Es sind sicherlich die Wechseljahre, ja. In dem Kleid ist ja, also uns wird heiß beim Angucken, aber nicht dir selber. Mir ist wirklich unfassbar heiß. Ich dachte schon, vielleicht sollte ich lieber eine Jacke einpacken und dann bin ich vom Hotel eben losgelaufen und dachte, ist wieder Sommer auf einmal. Gerade die Roben beim Bambi, ganz großes Thema. Wie lange hast du überlegt, dass du dieses Kleid trägst? Das wurde für mich genäht von Aigner. Insofern musste ich gar nicht lange überlegen, weil die haben mir einen Katalog gezeigt mit Stoffen und haben im Prinzip alles genauso gemacht, wie ich wollte. Insofern, eine Sonderanfertigung für Bambi heute? Genau, das haben die für mich geschneidert und deswegen kann und will ich mich nicht beschweren. Ich habe eben schon gefragt, wie macht man das als Frau? So testet man zu Hause, kann ich sitzen, kann ich stehen? Wie sehe ich am besten aus vor der Presse? Also stehen kann ich, also stehen geht noch. Laufen ist schwierig, das liegt aber nicht am Kleid, sondern an der Höhe der Schuhe. Ach, zeigen. Ja, zeig doch mal bitte. Ja, also man muss ja sagen, ich bin gerade mal 1,40 Meter, insofern. Du bist 1,40 Meter? Ja, knapp drüber. Du bist 1,39 Meter, ihr macht euch doch immer einen Zentimeter größer. Ja, und ich würde halt nicht so richtig was sehen, wenn ich nicht hohe Schuhe anhätte. Also so kleine Menschen gehen dann ja unter allen vorbei und kriegen gar nichts mit. Insofern brauche ich hohe Schuhe, um überhaupt was sehen zu können. Der Bambi ist aber kein Stehkonzert. Also du wirst nachher auf jeden Fall einen Platz haben. Aber bei der Aftershow-Party sieht man ja nichts ohne hohe Schuhe. Ja, das stimmt, das stimmt. Die berüchtigte Aftershow-Party. Wirst du feiern heute? Auf jeden Fall. Morgen meine ersten Termine sind ab 15 Uhr, also ich habe Zeit zum Feiern. Da gehen ein paar Red Bull, ne? Die habe ich schon intus, jetzt wird mit Alkohol nachgelegt. Sehr gut. Aber ganz kurz nochmal zu dem Kleid. Wenn man jetzt da Stoffe gezeigt bekommt und ein Kleid genäht wird, wie geht man denn damit um, wenn es dann kommt? Man hat es ja noch nicht gesehen und man mag es nicht. Also ich meine, du mochtest es ja jetzt, aber... Wir haben den Schnitt gemeinsam festgelegt. Ich habe die Spitze rausgesucht. Ich habe den Stoff für untenrum rausgesucht. Insofern kann da eigentlich nicht so viel schief gehen. Okay, sehr schön. Also es steht dir sehr gut und ich hoffe, dass du ganz viel siehst nachher auf der Afterparty. Ich hoffe auch. Okay. Tschüss, Colin. Schönen Abend. Los, ciao. Fotografen. Ja, so ist das also. David Kutal. Okay, David Coulthard jetzt hier bei uns und der wird heute den Bambi an Nico Rosberg geben. But first of all, to the styling, is this the special Bambi styling tonight? Well, I wish I could say this is special for Bambi, but this actually is just what we use in Scotland when we go to black tie events. But I believe this is like a really, really big awards ceremony that's been going in Germany since, what, the 40s or something. So from that point of view, I'm excited to come and see how you do it here in Germany. And I'm lucky enough to be presenting Nico with an award, so looking forward to that. You're giving him the Bambi, so what is so special about him? Tell us. Well, I think he's an incredible talent. You know, he's stepped out of the shadow completely of his father, who won the world championship in 1982. He's his own man. He's battling for the world title. And he's been like a well-kept secret the last few years in Formula One. And I think it's only now, up against Lewis Hamilton, that people realize just how good he is.
So, er sagte gerade einfach, dass er gibt heute an Nico Rosberg den Preis und er ist so speziell, weil er einfach aus dem Schatten seines Vaters herausgetreten ist und zu diesem Styling kurz, also es ist nicht speziell für Bambi, sondern in Schottland sieht man halt so aus. Naja, wenn man auf Anzugsevents geht, beziehungsweise wenn man Smokingpflicht hat, dann zieht man eben einen Schottenrock an, finde ich sehr gut. Sorry, we had to translate, but thank you for stopping by and have a great night. Hallo. Maria, kommst du einmal auf den Teppich so zwischen das Bambi hier nach links? Ihr beide einmal. Ja, genau hier. Ja, genau. Entschuldigung. Ja. So. Einsteigen und aussteigen? Stopp. Wer soll jetzt stoppen? Wie war dein Tag bisher? Und nee, erstmal möchte ich wissen, was hast du gefühlt, als du herausgefunden hast, du bist bis Bambi 2014? Ich war überwältigt, wirklich. Ja, Herr Professor. Und einmal hier bitte den Blick. Hab ich gehört, ja, okay, du bist Miss Bambi. Und dann dachte ich, oh Gott, könnte ich das eigentlich nie für möglich gehalten. Ja. Ja, man muss ja auch sagen, es gibt ja auch wirklich Mädchen, junge Frauen, die seit Jahren sich immer wieder bewerben und wirklich, ihr habt euch alle so viel Mühe gegeben. Nina ist es halt geworden. Und wie war dein Tag jetzt heute bisher? Super anstrengend, aber hat total Spaß gemacht. Inwiefern anstrengend? Wir sind von einem Punkt zum anderen gehetzt und bei Pico und Kloppenburg dann nochmal hoch schnell das Kleid umnähen lassen. Sieht aber sehr gut aus, vor allem auch mit der tollen Tasche dazu. Gebe ich dir wieder zurück. Ja, so ist es halt im Leben eines Stars, ne? Von A nach B nach C nach irgendwas. Aber hast du schon irgendwie jemanden gesehen? Hast du schon irgendwas mitbekommen? Ich bin gerade erst angekommen. Ich habe so gut wie gar keinen gesehen. Auf wen freust du dich am meisten? Auf Florian David Fitz. Der hat sich auch angekündigt. Da geht ja was, aber der könnte ja dein Vater sein, ne? Der wird 40 nächstes Jahr. Also nächstes Jahr, nächste Woche, ja. Also äußerlich nicht, glaube ich. Das schauen wir uns dann nochmal genauer an, was da heute Abend noch passiert. Ja. Und Ariana Grande, Fan, oder? Auf jeden Fall. Ja. Schon gesehen vorhin, ja. Ehrlich? Ja. Die ist ganz klein, oder? Ja, aber total sympathisch. Ja. Wir ganz freuen uns auf jeden Fall alle sehr auf Ariana Grande und wir hoffen, dass du eine unvergessliche Nacht hast und einen ganz, ganz tollen Abend. Danke. Ja, ich gebe mein Bestes. Es wird unvergesslich werden. Unsere Miss Bambi 2014, Nina. Viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Wow. Oh, das ist aber auch echt krass, ne? Also das muss man ja wirklich sagen. Warte, lass ihn noch stehen dann. Geh aber hoch. Ja, so, alles gut. So, und rück die Beine. Die stellen sich so raus, ist scheiße. Was ist hier? Ja, komm, ich bin hier. Was ist das hier mit dem? Einmal blick in die Schulter. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, es freut mich auch ganz sehr sogar. Sind wir hier am Anfang vom Teppich? Es geht noch 200 Meter weiter rein. Beschreib mal, wie fühlt es sich an? Wie ist die Stimmung beim diesjährigen Bambi? Die Stimmung ist Wahnsinn. Ich muss sagen, es ist das größte Event, auf dem ich bisher war. Und so viele Fotografen waren nicht mal am Montag auf der Premiere da. Kim, du hast es ja mitbekommen, am Montag ein paar der Fußballer sind dann auch hier und werden heute noch mal prämiert. Quasi von Fußballhelden zu Kinostars, oder? Von Fußballhelden zu Kinostars, aber mehr als verdient, oder? Absolut. Aber auch eine recht anstrengende Woche für dich, oder, was Events angeht? Ja, ich war jetzt sehr viel unterwegs. Ich war erst auf dem GQ-Event, dann auf der Premiere von Die Mannschaft. Heute bin ich hier und ja. Macht das noch Spaß oder ist das auch teilweise Arbeit? Es macht Spaß. Ich denke, es ist eine Leidenschaft natürlich auch. Für mich Fashion generell und immer wieder in schöne Roben zu schlüpfen. Und dann so ein tolles Event wie den Bambi mitzunehmen, eine Premiere von Die Mannschaft und auch noch den GQ Award in so kurzer Zeit. Also für mich ist das Vergnügen. Wo die Jungs ja auch selber mehr oder weniger Regie geführt haben, beziehungsweise die Videos kamen alle, glaube ich, von den Spielern selber. Wie ist der Film geworden? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nein? Nein. Da musst du definitiv ins Kino gehen. Das ist ein Muss. Der Film ist sehr gut.
auch wirklich sehr witzig, muss ich sagen. Und es ist natürlich immer noch mal ein Unterschied, weil ich war ja live dabei. Ja. Und wenn ich den Film jetzt sehe, dann würde ich mir natürlich schon wünschen, dass vielleicht doch die eine oder andere Szene dabei gewesen wäre. Aber ich denke, für Außenstehende ist das ein wahnsinnig toller Einblick. Bevor wir dich jetzt hier über den 200 Meter langen roten Teppich laufen lassen, zeig uns doch noch mal deine Schuhe. Du hast bestimmt fantastische Schuhe an, oder? Wow. Von Valentino. Aber ich bin ehrlich, die sind eigentlich viel zu niedrig. Ich wollte eigentlich andere. Aber da ist mir mein Lör passiert, ich habe sie gar nicht eingepackt. Und deswegen ist mein Kleid viel zu lang und ich muss aufpassen, dass ich nicht stolpere. Sollte ich stolpern, bitte nicht lachen, ja? Solltest du stolpern, halten wir die Kamera drauf. Jetzt erstmal einen Natürlich. Wunderschönen Abend, Kathi, ja? Danke, danke, ciao. Ganz viel Spaß, danke. Und jetzt bleiben wir auch gleich drauf, weil denn wir haben den nächsten Gast hier. Franziska Knuppe kommt zu uns und sie hat ein so fantastisches Kleid an. Franzi, hi! Und ich muss schon wieder... Na? Hallo! Mega schöne Farbkombination, lila und rot. Ja. Wie kamst du zu diesem Kleid? Was ist es für ein Kleid? Das hat der Brian Rennie für mich gemacht. Du trägst viel Brian Rennie. Genau, er macht ja jetzt eine eigene Kollektion und da hat er mich gefragt und ich sage natürlich sehr gerne. Und das Design haben wir auch zusammengearbeitet. Und du bist aber heute, glaube ich, auch mit den Schuhen 2 Meter groß, kann das sein? Ja. Ich wollte gerade sagen, selbst der Jochen muss heute mal hochgucken, oder? Ja, ich total ungewöhnlich. Bei Jochen heute auch mal. Ja. Du bist fast schon Stammgast beim Bambi, hast schon ein paar davon miterlebt. Erklär uns so ein bisschen, was ist jetzt dieses Jahr 2014? Wir haben U2, wir haben Adriana Grande, wir haben Uma Thurman. Auf wen freust du dich am meisten? Auf alle, ganz ehrlich. Also ich freue mich immer wieder auf das ganze Event, weil das ist wirklich, hat sich über die Jahre so toll entwickelt. Ich meine, ich habe jetzt gar nicht, ich meine, es gibt es ja bestimmt jetzt, wie lange? 50, 40? 66. Siehst du. Und ich finde es natürlich ganz toll, dass es in Berlin ist, weil man eben nicht reisen muss irgendwo hin, aber es wird spannend, glaube ich. Du wohnst doch so weit außerhalb von Berlin, du musst doch immer reisen. Aber nicht mit dem Flieger. Ja, das stimmt, das stimmt. Das heißt, du machst heute Party, weil du ja quasi zu Hause bist. Ja, nicht ganz so schlimm. Also ich habe die letzten Wochen sehr viel gearbeitet und ich bin auch echt mal froh, wenn man mal wieder schlafen kann. Aber ich muss ja morgen um 6.30 Uhr wieder aufstehen. Warum? Was machst du dann? Das Kind zur Schule bringen. Ja, außerdem fällt es auf, wenn Franzi Knuppe mit 2 Metern Höhe nachher noch irgendwie über die Party torkelt. Das braucht man nicht. Würde jeder sehen. Sowieso nicht. Nee, wir gleiten. Wir gleiten. Ja. Wir fliegen. Wir fliegen. Wir schreiten und du schreitest jetzt zu den Fotografen. Einen schönen Abend, ihr Franzi. Tschüss, mach's gut. Ciao. Wow, was für ein Kleid. Thomas, mach's gut. Danke.